Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Beitrag wollen wir Ihnen die Anforderungen an Musterberechnung, an Konzeptionsberechnung oder auch Hochrechnung, wie sie genannt werden, von pauschaldotierten Unterstützungskassen aufzeigen. Die Konzeptionsberechnung oder Hochrechnung oder Musterberechnung ist ja immer die Entscheidungsgrundlage, auf der letztendlich die Entscheidung des Unternehmers getroffen wird. Hier ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen arbeitgeberfinanzierten oder auch arbeitnehmerfinanzierten und mischfinanzierten Versorgungswerken, wie sie in der Praxis heutzutage am häufigsten anzutreffen sind. Arbeitgeberfinanzierte Versorgungswerke lassen sich immer sehr genau und sehr detailliert und komplett bis zum Schluss berechnen. Arbeitnehmerfinanzierte Versorgungswerke setzen immer gewisse Annahmen voraus, denn es ist ja am Anfang nicht bekannt, welcher Mitarbeiter mit welcher Umwandlung am Versorgungswerk letztendlich teilnimmt. Ungeachtet dessen sollten auch unter Annahme einer bestimmten Beteiligungsquote bei arbeitnehmerfinanzierten Versorgungswerken und mischfinanzierten Versorgungswerken Hochrechnungen vorgenommen werden, um dem Unternehmer abschließend definitive und hinreichend sichere Grundlage für seine Entscheidung geben. Dass die Musterberechnung eine derartige Grundlage abbildet und im Ergebnis auch darstellt, sind verschiedene Voraussetzungen erforderlich. Der eine ist, dass natürlich keine Einzelperson gerechnet wird, sondern grundsätzlich das komplette Unternehmen mit seiner interdisziplinären Entwicklung und interdisziplinären Wirkung zwischen den einzelnen Mitarbeitern als Ganzes. Entscheidend ist natürlich auch, dass bis zum Schluss durchgerechnet wird, das heißt bis zum hypothetischen Letztversterben. Das hypothetische Letztversterben soll die grundsätzlich mindestens 10 Jahre über der durchschnittlichen statistischen Lebenserwartung liegen und oder sollte vom Unternehmer vorgegeben werden können. Weitere Anforderungen, die ganz wichtig sind, es sollte grundsätzlich mit einem aussterbenden Versorgungswerk gerechnet werden. Ein Versorgungswerk rechnet sich immer dann negativ, wenn es ausstirbt, wenn es geschlossen wird. Beim Aussterben zeigen sich die negativen Effekte, während in Ansparphase laufend steuerliche Vorteile geltend zu machen sind, finden in der Aussterbensphase nur Liquiditätsabflüsse statt. Diese sollten gleich antizipiert werden und sollten vom Unternehmer hinreichend genau quantifiziert werden können. Wichtig ist auch, dass ohne Fluktuation gerechnet wird. Fluktuation verbessert immer die Effekte im Versorgungswerk. Jede Fluktuation führt zu Fluktuationsgewinnen. Diese sollte nie einkalkuliert werden in eine Musterberechnung. Das sind zusätzliche Vorteile, die später im Laufe einfach ergeben werden. Genauso wie das Fortführen und nicht das sofortige Schließen und Aussterben zu zusätzlichen Vorteilen führt. Der Unternehmer sollte hier immer das Worst-Case-Szenario erkennen können. Genauso wichtig ist es, dass steuerliche Parameter wie die partielle Steuerpflicht in die Kalkulation einkalkuliert werden. Die Einkalkulation dieser Faktoren natürlich auch nach Worst-Case-Szenario-Gesichtspunkten. Das heißt, man simuliert ein Aussterben des Versorgungswerkes, ein Aussterben des Unternehmens, ein Aussterben der gesamten Unterstützungskasse und letztendlich auch ein Aussterben der Unternehmen. Bei keinem Unternehmen kommen neue Mitarbeiter hinzu. Die ganze Unterstützungskasse wird praktisch von heute auf morgen eingefroren und wächst und entwickelt sich nicht weiter. Das ist das Worst-Case-Szenario. Jeder Eintritt eines neuen Unternehmens in der Gruppenunterstützungskasse, jede Einstellung eines neuen Mitarbeiters im eigenen Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen in der Gruppenunterstützungskasse schiebt die partielle Steuerpflicht hinaus, vermindert die partielle Steuerpflicht. Genauso detailliert sollen die Pensionssicherungsvereinsbeiträge kalkuliert werden können. Nach Vorgabe des Unternehmers, nach seiner Einschätzung. Als Minimum natürlich der langjährige Durchschnitt. In den PSV-Beiträgen sollen natürlich auch die Dynamisierung von Renten und die damit jährlich steigenden PSV-Beiträge einkalkuliert werden. Dies sind ganz wichtige Punkte, um eine entsprechend sichere Entscheidung treffen zu können. Nur auf der Basis wirklich sinnvoll, die betriebswirtschaftlichen Vorteile zu nutzen und das Ganze in einer absolut kalkulierbaren Situation letztendlich durchzuführen. Wichtig ist dann vor allem auch, dass die Verantwortlichkeit für die Berechnungen nicht ausgeschlossen wird. Der, der die Berechnungen durchführt, ist auch dafür verantwortlich. Er hat die Grundlagen darzulegen und auch seine Verantwortung dementsprechend
darzustellen. Ja, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, nur eine der wichtigsten Punkte, die bei einer Hochrechnung zu beachten sind. Für Informationen zu dem ganzen Thema, auch zum Thema pauschalnotierte Unterstützungskasse, unter XING in der Gruppe pauschalnotierte Unterstützungskasse, auch leicht über Google zu finden, finden Sie hier Informationen über alle denkbaren Fragen. Ja, gerne hören wir uns wieder. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.